Ja, und schon sind wir wieder da beim Euro Truck Simulator 2 mit mir, Ben Hoshi. Und wir fahren heute wieder mal ein paar Druckbehälter oder was das da auch immer ist. Und fahren nach Grimsby, nach Grunsby, irgendwie sowas, irgendwas jedenfalls wieder mal in England. Also wir fahren hier immer nur hin und her. Aber die Kohle, die man da für bekommt, die kann ich sehr, 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 sehr gut gebrauchen. Aber wie gesagt, manchmal ist es halt so. Ja, ich muss hier rum. Aber das ist so ein angenehmes. Wow, was macht der denn da? Das ist so ein angenehmes Fahren, wenn, wie gesagt, der Motor nicht streikt. Wenn man wirklich fahren kann, ohne dass irgendwas passiert hier. Bus, bleib auf deiner Spur. Jawohl. Wärst du schöner Kleintransporter? Aber ich glaube auch, ich werde mir wirklich mal vorbehalten, den Kilometerbegrenzer hier oder den Geschwindigkeitsbegrenzer wirklich rauszunehmen. Weil umso schneller können wir, also speziell Autobahn, können wir hier brettern. Das ist nur bedingt realistisch, aber. Wow, das Flugzeug kommt aber tief runter. Sieht ja bald aus wie die Air Force One. Ja, was ich auch noch sagen muss, mit dem versprochenen neuen Mikrofon sieht es essig aus. Das wird wohl erst nächsten Monat was werden. Dementsprechend muss man leider noch mit dem Mikro, mit meinem Headset-Mikrofon hier noch auskommen und das rauscht natürlich, ja, gefällt mir selber nicht, aber so ist es halt. Wenn wir auf die Schnelle mal 250, 300 Euro mal aus dem Ärmel schütteln, das kann ich natürlich auch nicht. So, die fahren mir alle ein bisschen zu langsam. Du blöder Hund, du! Jetzt muss man ja auch noch auf die Busse achten. Wenn die auch schon so bekloppt fahren, ey, da. So, aber wir können uns hier mal jetzt mank dem hier mal einsortieren. Wir müssen ja wieder zum Hafen. Immer so krass auf die Bremse treten. Ich meine, gut, ich mache es ja auch nicht anders, aber das ist ja wirklich heftig. Ja. So, einmal hier rum. Einmal hier rauf und wieder Richtung Hafen.
fährt wirklich genau wieder 80. Müssen wir wieder überholen. Na gut, wie gesagt, würde man jetzt hier mit 120, 130 Sachen durch die Gegend pfeffern, wäre natürlich wäre ganz schön zeitsparend. Andererseits würde ich wahrscheinlich wieder so viel an Sprit raushauen. Weil ist ja klar, umso schneller man fährt, umso mehr Sprit verbraucht man. Ganz logisch. Was mich jetzt natürlich hier wieder ankotzt, ist dann wieder in England wieder Linksverkehr. Also das ist doch ein wenig belastend. Ach, nee, das war nicht der Fahrer hier, das war ich jetzt. Ich bin wirklich immer noch so hundemüde oder schon wieder, wie ihr es auch immer haben wollt. Ups, zu weit gefahren. So. So, wir müssen ja irgendwo hier oben hin. Nee, wir fahren mal lieber nach da oben, weil ich bin der Meinung, ich muss hier Newcastle, Uppentime, nee. Sheffield, Manchester. Hier muss ich hin, ne? Irgendwie war mir so. Irgendwie war mir so. Nach Grimsby. So, jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Ey, jetzt sag nicht, das war schon wieder verkehrt. Ey, dann flipp ich hier echt langsam aus. Na gut, der andere Hafen wäre wahrscheinlich... die wären hier unten gewesen. Also ist das schon insofern ganz gut so. Naja, okay. So. Ich achte jetzt wieder nicht. Ich Augen zu und durch. Aber hier im Hafen dürfte ja sowieso nicht viel passieren. Ist ja nicht wie im Multiplayer, wo die sich hier alle halb tot fahren. Hätte ich auch wieder andere Seite fahren können. Aber naja, wir sind ja garantiert nur öfter hier. Aus der Ausfahrt. Genau. Jetzt hoffe ich auch mal, dass wir hier auf der Autobahn fahren. Ich werde auch mal gucken beim Multiplayer, ob der Wintermod noch drin ist. Ich glaube nämlich ja, aber ich bin mir nicht sicher. Weil ich möchte eigentlich entweder, ja, ich weiß es noch nicht, warte mal, das ist. Warte mal, was ist denn heute? Heute ist. Jetzt komme ich hier schön durcheinander, wann ihr die Part seht. Ja, aber wie gesagt, also ich bin jetzt auch ehrlich gesagt zu faul. Ach so, warte mal, das ist. Naja gut, ihr seht den Part jetzt, wenn ich mich nicht jetzt verrechnet habe, seht ihr diesen Part jetzt am Samstag. So, und denn ich will eigentlich, wenn heute Samstag ist, ich gehe jetzt mal davon aus, wollte ich oder will ich heute einen Livestream machen mit ETS 2 Multiplayer und Sonntag
Eigentlich auch. Oder nur ein von den beiden Tagen. Ich muss mal gucken, wie ich das aufteile. Wie ich denn, je nachdem, weil World of Warships wollte ich eigentlich auch wieder spielen. Ich muss ja hier rum. Deswegen muss ich mal gucken. Oder ich schwenke komplett um und mache was ganz anderes. Ich könnte auch meinen ersten Part vom Landwirtschaftssimulator könnte ich natürlich auch gleich als Multiplayer machen. Also es wäre eine Idee, das muss ich mir überlegen. Ja, ich weiß nicht. Oder Arma 3. Aber dann halt die nicht online, sondern nur die normalen, ja, die Singleplayer-Missionen. Als Oculus. Ich habe das Spiel jetzt seitdem es, also ich habe Arma 3, seitdem es rausgekommen ist, und ich habe es noch nicht geschafft, die Singleplayer-Kampagne durchzuspielen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich daran, dass ich von Anfang an, also ich habe noch nicht mal angefangen, die Singleplayer-Mission zu spielen. Was habe ich gemacht? Bin gleich ab in gleich in den sozusagen in den Multiplayer rein und habe erstmal auf BCE ein altes Live gespielt. Wird aber auch nicht allzu oft, weil erst hat es mein Rechner nicht vertragen. Da bin ich dann immer wieder aus dem Spiel rausgeflogen. Also mein Rechner hat schon vertragen, aber meine Grafikkarte nicht. Da habe ich mir extra alles, ich habe mir einen neuen Rechner gekauft, habe alle, also hab mir die Einzelteile gekauft, hab den selber zusammengebaut. Hab alles Mögliche gemacht und irgendwas kam dann immer dazwischen. Jedenfalls habe ich es dann erstmal. Ach so, genau, da war meine Internetverbindung dann irgendwie für den Arsch. Da hatte ich dann irgendwie nur Probleme. Dank Vodafone, das war ganz toll. Ja, und dann habe ich das dann alles sein lassen, hab dann auch aufgehört zu spielen. Ja. Also, wie gesagt, hatte nur Probleme und dann kam ja auch noch, dann musste man sich ja whitelisten lassen. Dann hat der BCE da mächtige Probleme gehabt. Ja, da habe ich dann schon auf gut Deutsch gesagt wirklich kräftig abgekotzt. Dann konnte ich da auch nicht mehr auf den Server drauf, habe mich nur geärgert. Weil ich auch ehrlich gesagt zu faul war, um mich whitelisten zu lassen. Ich hatte mal die Admins da angeschrieben, ob sie mich nicht auch so mal whitelisten könnten, aber kurioserweise hat da nie jemand geantwortet. Dann habe ich den auch mal, also schon vorher, als ich noch auf den Server draufgekommen bin, hatte ich den ein paar Donations dagelassen, weil, wie gesagt, also bei altes Live von BCE war ja nur wirklich, also super. Absolut genial. War einfach, es gab nicht viele Funktionen. Gutes Housing, das war, hätte man sich sparen können, aber war auch nicht verkehrt. Eine lustige Geschichte. Aber hätte nicht unbedingt sein müssen. Nee, bloß wie gesagt, also da war es selbst, wie gesagt, also wenn man da donated hat, also sprich gespendet. Ups, ich muss ja hier schon wieder raus. Wie gesagt, also war auch nicht automatisch, dass jeder, der mal gespendet hat, automatisch gewhitelistet wurde. Nein. Man musste zu denen auf den Server kommen und musste sich da persönlich vorstellen. Ja, genau. Was soll's. Ja, ups, wieder falsche Richtung. Wir müssen auf die Seite. Nee, aber wie gesagt, das habe ich dann auch nicht gemacht. Hab mir dann lieber die ganzen Let's Plays angeguckt. Über altes Live. Und dann wurde altes Live ja auch dann abgeschaltet. Dann haben sie ja wieder irgendwelche neuen Dinge angefangen. Weil es ging ja auch alles nicht besonders gut. Das war ja auch nur so ein Hickhack. Ja, und jetzt wollen sie eigentlich wieder, wenn das stimmt, was ich gehört habe, dann wollen ja wieder zurück auf altes Live switchen.
weil einfach auch da lief es einfach. Weil die hatten ja auch mächtige Probleme irgendwie da, weiß ich nicht, Performance oder programmiermäßig, ich habe keine Ahnung was, aber irgendwie hatten die da Probleme immer mit den Spielen, dass das nie so richtig funktioniert hat jedenfalls. Und bei Altis Life war das eben nicht so. Das hatte funktioniert. Und deswegen wollen sie wohl angeblich dann wieder zurück. Ich hab mich auch noch nicht erkundigt, ob sie schon zurück sind. Weil meine Quelle ist da immer der Sachsen-Let's Player. Schöne Grüße übrigens auch mal an dieser Stelle. Aber da habe ich jetzt auch schon etliche Videos nicht mehr von ihm gesehen, weil ich auch so beschäftigt hier jetzt ja, mit meinen eigenen Videos bin. Müsste ich aber mal wieder nachgucken. So, und schon sind wir auch schon da. Das ist ein Ding. Ups. Was ist denn? Bin ich hier schon zu weit? Nee, noch nicht. Ist wieder über eine rote Ampel gefahren. Also das ist echt ärgerlich. Oh naja, mein Gott. Ist halt so. Ja, aber wie gesagt, Livestream-mäßig. Mal gucken, was wir da machen. Also es ist aber definitiv ein Tag, ein Livestream wird über ETS Multiplayer sein. Ja, den an, denn ja, ich weiß noch nicht. Entweder heute auf den Samstag oder morgen auf den Sonntag. Kommt ganz drauf an, wie ich gerade so lustig drauf bin. Schande. Was? Ich denke mal eher nicht. Nee, gut. Jetzt aber. So. Naja, perfekt ist anders, aber was will man mehr? Er steht. Und ausgezeichnet. Wunderbar, sage ich doch mal wieder. Ja, Kohle gekriegt wohl. Super. Oh, wir können wieder. Das ist ja mal ein Ding. So, können wir das Ding jetzt mal voll machen, wa? Was haben wir hier? Jetzt wäre Flamble. Das müsste das Ding hier sein. Entflammbare Feststoffe, leicht entzündliche Nitro, Zellulose, Magnesium oder Sicherheitsstreichholz. Ach du Scheiße. Selbst entzündliche Aluminium, bla bla, global gefährlich, zum Beispiel Nutrium, Calcium, Karium, bla bla, okay. Also entweder ich mache jetzt das Ding voll, weil dann hätten wir nämlich 30% höhere Vergütung. Das ist ein Anstieg von 5% für Lieferungen. Hochwertige Fracht. Ich könnte dann allerdings natürlich auch die zerbrechlichen langsamer machen. Oder die Just in Time. Also das ist natürlich ein bisschen stressig. Das wäre mal nicht schlecht, ne? Eigentlich. Ja, das ist wieder. Könnte natürlich auch Fernfahrten machen. Gibt natürlich mächtige Erfahrungsbonus. Ja, das ist. Machen wir zerbrechliche Fracht, was soll's. So. Und annehmen. Hurra. Ich bin immer auf die Hubschrauber und so einen ganzen Mist gespannt. Den habe ich selber auch so noch nie gefahren. Aber naja, gut, das war's auch schon wieder für diesen Part. Wie es weitergeht, seht ihr dann morgen. Und ja, bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen.
Lasst einfach einen kleinen Daumen nach oben da, sprecht ein Like, abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt mir was in die Kommentare und wie gesagt, Thema Livestream, schaut mal auch bei Twitch vorbei. Das ist dann www.twitch.tv/benhoshi. Das bin ich. Der Link dazu steht oben rechts im Banner. Sieht man vielleicht ein bisschen ungünstig, aber wie gesagt, steht Livestream drauf. Einfach mal draufklicken. Neben Google Plus steht das übrigens, um es genau zu sein, sagen. Und ja, würde mich freuen, wenn ich euch dort auch begrüßen könnte. Und dann sage ich mal nochmal Tschüss. Bis morgen oder zum nächsten Mal. Euer Ben Hoshi. Ciao, ciao.